So, da sind wir wieder mit einer weiteren Live-Sendung hier bei uns auf Jungle Drum Radio. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Thema des Tages heute ist natürlich der Flugzeugabsturz, Abschuss, wir wissen es nicht, über der Ostukraine. Da gibt es eine ganze Menge Ungereimtheiten, auch wenn bereits die ersten Schuldzuteilungen hin und her fliegen. Zu Gast ist heute bei uns der Freeman von Alles Schall und Rauch. Freeman, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Tue ich doch gerne, ja. Und ich möchte den Zuhörern sagen, dass ich selber Pilot bin mit über 1000 Stunden Flugerfahrung und deswegen spricht hier nicht ein Laie, sondern jemand, der ein bisschen Ahnung über die Fliegerei hat. Das ist sehr, sehr gut. Das wusste ich auch nicht. Das ist sehr wichtig. Das Erste, was schon mal mir... Nee, machen wir es anders. Fangen wir mal offen an. Sag doch mal bitte einfach, lieber Freeman, was ist aus deiner Sicht im Moment so der Stand der Dinge? Ja, der Stand der Dinge ist, dass die ganzen Medien berichten, dass also die Schuldzuweisung machen, dass es die sogenannten Separatisten waren, die diese Maschine abgeschossen haben. Das geht jetzt überall rum, das berichten alle und mich wundert das, weil ich meine, wie kann man das wissen? Ja, im Moment, von meinem Standpunkt aus, ist die Ursache völlig offen. Ja, also man kann nicht vorgreifen und vorverurteilen. Ja, also ich finde das nicht in Ordnung. Also die Medien müssten eigentlich Fakten berichten und nicht schon Urteile fällen. Und das stört mich an dieser ganzen Sache am meisten. Das ist jetzt dafür unser Job, weil die Medien das definitiv nicht mehr machen. Zunächst einmal stellt sich natürlich jedem vernunftbegabten Menschen die Frage, was zum Teufel bringt einen Flugkapitän dazu, ein voll besetztes Passagierflugzeug ausgerechnet über so ein Krisengebiet zu steuern? Soweit ich weiß, hatte sogar die ukrainische Regierung dieses Gebiet gesperrt. Habe ich gerade bei Chatofilakaion gesehen. Ich gucke mal kurz. Die Ukraine hatte ihren Luftraum über den Regionen Donetsk und Lugansk und pro forma über der Krim noch vor einer Woche für zivile Luftfahrt gesperrt. So, die nächste Frage, wie kommt dieser Captain überhaupt darauf, da lang zu fliegen? Hast du da eine Erklärung für? Die Route bestimmt ja nicht der Captain unbedingt, sondern das macht die Flugleitung. Die ukrainische Luftüberwachung, also die sagen ja, wo er fliegen soll. Und ich habe ja in meinem ersten Artikel aufgezeigt, dass ja eine Stunde vorher eine Maschine der Singapore Airlines, auch eine 777, die von Amsterdam gestartet war nach Singapur, absolut exakt den gleichen Weg geflogen ist. Das heißt also, das stimmt nicht, dass da... dass das nicht die übliche Route wäre, weil die Maschine, die eine Stunde vorher geflogen ist, die ist auch genau dort durch, ja, nicht? Und dann die Malaysian Airlines folgte diesem Kurs, ja. Aber es ist eigentlich nicht die klassische Standardroute von Holland nach Kuala Lumpur, die ist weiter über der Südukraine mehr, also ein bisschen weiter westlich. Die geht stärker runter in den Süden, diese gebogene Linie. Während hier, da haben wir so einen komischen Haken in der Route, die das Flugzeug dann letztlich genau über dieses Krisengebiet bringt. Ist dir das auch aufgefallen? Ja, es kann sein, dass in den Tagen vorher Maschinen etwas ein paar Kilometer weiter südlich geflogen sind, praktisch zwischen der Krim und dem Festland. Aber das ist, wie soll ich sagen, das ist normal, weil das ist ja nicht eine Straße, wo man fährt, sondern das kann ja je nachdem aus irgendwelchen verschiedenen Gründen oder weil die Flugleitung diesen Kurs vorgibt, abweichen. Ich kann nur wiederholen, die Maschine, die eine Stunde vorher geflogen ist, auch ab Amsterdam, die ist genau exakt den gleichen. Das habe ich ja aufgezeigt. Ich habe ja eine Radaraufzeichnung dieses ersten Fluges ja gezeigt und das ist genau der gleiche Kurs. Ja, ja. Also es wurde, das, was ich damit sagen will, es wurde nicht für die MH17 aber irgendwie abweichend was gemacht.
Nun. Jedenfalls nicht an diesem Tag, vielleicht mit im Vergleich zu anderen Tagen, aber an diesem Tag war eine Vorgängermaschine auf dem gleichen Kurs. Nun, hast du ja in deinem zweiten Beitrag geschrieben, dass das gar nicht mal so feststeht, dass die wirklich von einer Rakete abgeschossen worden ist, weil es die Maschine nicht genug zerlegt hat. Die ist relativ heil runtergekommen wohl. Es gibt ja dieses Foto von dem Flugzeug oder von der Absturzstelle, wo man noch beide Triebwerke vielleicht ein paar hundert Meter auseinander noch erkennen kann. Und du meintest, das sei dann also nicht unbedingt typisch. Ja, das meine ich auch, weil die Aufgabe einer Abfangrakete ist ja, ein Flugzeug zu zerstören, damit es nicht mehr, also dass es nicht mehr fliegen kann. Ich meine, das ist doch klar, dass eine Rakete dazu da ist, mit ihrem Sprengkopf ein Flugzeug zu zerstören. Das heißt, wenn eine Maschine in 10 Kilometer getroffen wird und dann beschädigt wird, dann ist natürlich allein durch die wahnsinnig hohe Geschwindigkeit von über 900 Stundenkilometer, fängt ja die Maschine an, auseinanderzubrechen, ja, und zerteilt sich schon oben und auf dem ganzen Weg die 10 Kilometer, während sie runterfällt, ja. Zerlegt sie sich und dadurch verteilen sich die Trümmerteile über viele, viele Quadratkilometer. Je nachdem, wie schwer sie sind. Die leichteren Teile fallen woanders hin als die schweren Teile und so weiter. Also, das heißt also, und das ist ja hier, nach dem, was ich bisher gesehen habe, nicht der Fall. Die ganzen Wrackteile liegen ziemlich nahe beieinander. Und das würde eigentlich gegen eine Zerstörung in der Luft sprechen durch eine Abfangrakete. Ja. Ja? Denn, wie gesagt, weil wenn sie nicht beschädigt ist, dann könnte sie ja weiterfliegen. Wenn sie aber beschädigt ist und nicht mehr weiterfliegen kann, dann bricht sie auseinander. Ja? Dann fallen Teile ab. Oder wenn ein Loch im Rumpf ist. Ihr müsst euch das so vorstellen, auf 10 Kilometer Höhe, wenn da durch diese Rakete ein Loch in der Passagierkabine entsteht, dann saugt es alles raus, was nicht nagelfest ist. Inklusive Passagiere und Sitze, das saugt es einfach raus aus dem Loch. Und die müssten ja dann kilometerweit woanders liegen. Das klingt sehr. Verstehst du? Ja, ich verstehe, ich verstehe. Das würde aber dann auch gegen diese, sagen wir mal, dieses Gerücht sprechen, dass die ukrainische Armee einfach zu blöd war, um eine russische von einer malaysischen Maschine zu unterscheiden, weil die eine ähnliche Lackierung haben. Dann gab es ja auch noch Meldungen, dass Putin da irgendwie lang geflogen sein soll, was sich inzwischen aber widerlegt hat, denn so blöd ist der russische Stab nicht, den Präsidenten direkt darüber fliegen zu lassen. Er ist nicht über die Ukraine geflogen, sondern die beiden Flugzeuge haben sich über Polen gekreuzt. Gut. Also die waren gleichzeitig in der Luft über Polen, nicht über der Ukraine. Ja. Es Ja. stellt sich nicht natürlich die Frage, warum hat die Ukraine überhaupt nicht den Luftraum gesperrt? Denn ohne, also wenn der Luftraum gesperrt gewesen wäre, hätten die Flugzeuge dort nicht fliegen dürfen und wären auch nicht geflogen. Also muss der Luftraum freigegeben worden sein. Ja, das Und war ja auch, weil es sind ja jeden Tag viele Maschinen über dieses Gebiet geflogen. Jeden Tag fliegt alles, was da nach Südostasien fliegt, ist über diesen Korridor entlang geflogen. Und es wurde wegen dem Konflikt am Boden ja der ukrainische Luftraum nicht gesperrt. Ja? Ich meine, es ist ja auch in anderen Kriegsgebieten so, dass die Linienmaschinen drüber fliegen. Das ist in Afghanistan so oder im Irak so oder wo immer. Ja, überall, das ist nicht unbedingt so, dass, wenn am Boden gekämpft wird, dass da oben auf 10 Kilometer Höhe niemand mehr rumfliegt. Ja. wahrscheinlich geht es da um die Überflugrechte, die man sich ja als Staat vergolden lassen kann. Das Ja, ist noch nicht das. nur das, das hat einfach damit zu tun, dass das der kürzeste Weg ist und nur in Ausnahmesituationen macht man einen Umweg. Ja, also wenn wirklich Gefahr ist oder wenn ausdrücklich ein Verbot ausgesprochen wird, ja.
was man eigentlich in diesem Fall hätte tun sollen. Nun wissen wir ja, dass, ja? Ja, ich meine, natürlich hätte man das tun sollen und sagen sollen, also speziell, wo wir ja schon in den Tagen vorher oder schon in den Wochen vorher sind ja Maschinen, die nahe am Boden geflogen sind, Hubschrauber und Flugzeuge sind ja abgeschossen worden, ja. Das ist ja schon mal ein Flugzeug 2001 dort abgeschossen worden von der ukrainischen Armee bei einer Übung. Das war eine russische Tupolev mit 66 Passagieren und 12 Besatzungsmitgliedern. Also ein bisschen unfähig scheinen die zu sein, diese Jungs in der Ukraine. Gut, das war über dem Schwarzen Meer bei einer Marineübung, ja. Ja, ja. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum wurde denn der Abschuss erst 24 Stunden später gemeldet? Zumindest sagt das dpa, habe ich aus der jungen Welt. Ja gut, damals bei diesem Absturz 2001, das war ja ein Flug von Tel Aviv nach Novosibirsk über das Schwarze Meer, gab es eine Marineübung der Ukrainer und dann haben die angeblich irrtümlich eine Rakete abgeschossen und dadurch wurde diese russische Passagiermaschine abgeschossen, ja. Wahrscheinlich war das Ganze auf dem Meer passiert, es gab keine in dem Sinn Zeugen, wie jetzt hier wo am Boden, ja, wo ja Bewohner sind und das sehen, aber auf dem Meer ist ja niemand. Ja, ja, das klar. Kann die Verzögerung erklären, oder? Nun gibt es einen spanischstämmigen Fluglotsen in Kiew und er hat schwere Vorwürfe gegen die ukrainische Luftwaffe erhoben. Er meinte also, er hätte auf dem Radar beobachtet, dass drei Kampfflugzeuge der ukrainischen Luftwaffe diese malaysische Passagiermaschine bis ungefähr 3 Minuten vor dem Absturz in direkter Nähe begleitet haben. Und danach verschwand es dann wohl vom Radar, habe ich aus eturbonews.com rausgesucht. Und das, also wir wissen es nicht, was es ist. Wir müssen jetzt einfach mal zwei Schienen fahren. Fahren wir zuerst mal die Schiene, es war kein Abschuss, dann war es ein Pilotenfehler oder technisches Versagen. Dann sagen wir mal so, wir müssen im Moment alle Möglichkeiten offen lassen, weil dieses sofortiges Draufspringen, es war ein Raketenabschuss und es waren die Separatisten. Das kann überhaupt niemand sagen. Ja? Vor allen Dingen, was hätten die Separatisten davon? Die haben ohnehin ja, schon... Ich meine, das ist ja der größte PR-GAU, den man sich vorstellen kann für sie. Genau, genau. Indem sie die ganze Sympathie und Weltgemeinschaft gegen sich haben dadurch. Ich meine, das ist ja also hirnverbrannt, wenn das einer machen würde, ja. Ja, eben. Und außerdem hat die ukrainische Regierung, nicht die ukrainische Regierung, der Armeechef hat bereits Hightech-Waffen angefordert vom Westen, gemeint, wir müssen jetzt besser bewaffnet werden und will auch, dass jetzt die NATO endlich mal Bodentruppen in die Ukraine schickt. Offenbar steht es für diese ukrainische Armee doch nicht so gut, wie man in der letzten Zeit befürchtet hatte, als sie Slawiansk und Lugansk eingenommen haben. Aber im Donbassbecken oder im Donetsk, da beißen sie sich wohl so ein bisschen die Zähne aus. Möglicherweise ist das doch ein Versuch, auf die Art und Weise Russland noch in den Krieg reinzuziehen oder zumindest die NATO dazu zu bringen, dass sie ein bisschen mehr denen unter die Arme greift. Naja, das ist auf jeden Fall, das wird das Resultat dieser ganzen Sache wohl werden, ja, weil die ganzen Kriegshetzer haben jetzt noch mehr Argumente oder jedenfalls erfinden sie dadurch ein Argument, ja. Man darf aber nicht vergessen, nehmen wir mal an, ich bin jetzt da so ein sogenannter Separatist. Aus militärischer Sicht, was stellt denn eine Maschine, die 10 Kilometer über mich fliegt, für eine Gefahr dar? Gar keine. Gefährlich sind doch nur die Hubschrauber und Flugzeuge, die unmittelbar über mich herumfliegen und mich angreifen. Die kann ich abwehren, aber sicher nicht etwas, was man fast nicht sieht, weil es so hoch ist. 10 Kilometer über dem Boden. Ja? Und die militärisch hätte das keinen Sinn, die abzuschießen. Und die Separatisten, die haben ohnehin zu wenig Waffen. Also die würden ihre Rakete, wenn sie denn schon eine hätten, lieber für den Kampfjet einsetzen, von der ukrainischen Armee, als für eine Zivilmaschine. Also das, ja, und auch das, auch wenn sie angegriffen werden, oder? Ich meine, wenn sie wirklich
diesen Aggressor vor sich sehen und sehen, aha, der greift uns jetzt an, jetzt müssen wir abschießen, ja. Das macht Sinn, aber sicher nicht etwas, was ganz weit oben fliegt, wo überhaupt keine Anstalten macht, anzugreifen. Ja. Jetzt stellt sich noch die Frage, warum ist jetzt die Malaysian Airline zweimal in den Fokus der Berichterstattung gekommen? Einmal wegen dieser verschwundenen Maschine, Flug 377, glaube ich, und jetzt schon wieder eine malaysische Maschine. Ja, das ist natürlich wirklich sehr merkwürdig. Außerdem ist die ganze Zahlenreihe 7 sehr merkwürdig, nicht? Also, dass wir eine Flugnummer haben, MH17, einer Boeing 777, die am 17.07. um 17 Uhr sowieso abgeschossen wird, angeblich. Ich meine, da sind ja so viele Siebens da drinnen, das ist ja nicht zu fassen. Also für die Leute, die mit Numerologie arbeiten, die haben natürlich jetzt ein gefundenes Fressen. Ja, das ist durchaus möglich. Aber Goethe sagt ja auch, es gibt keine Zufälle, alles hat eine Ursache. Zumindest eine Ursache könnte ich mir vorstellen, denn vor 3 Tagen war ja die Grundsteinlegung der BRICS-Bank, der BRICS-Länder. Die haben jetzt eine eigene Bank mit 100 Milliarden, was waren denn das, Dollar, glaube ich, ja. Und dieser Bank anschließen würde sich gerne Argentinien, Putin war ja erst dort, auch Südkorea hat Interesse gemeldet und Turkmenistan, aber letzten Endes eben auch Malaysia. Das heißt, Malaysia will jetzt auch gegen den Dollar mit opponieren und kriegt auf einmal jede Menge Ärger. Also vielleicht hat das was damit zu tun, wissen tue ich es natürlich nicht. Ja, wir können in alle möglichen Richtungen gehen und Zusammenhänge irgendwie herholen und sagen, das war jetzt wegen dem oder jenem. Natürlich, was man feststellen kann, ist, dass diese eigene Weltbank, wenn man so will, der BRICS-Länder, passt dem Establishment überhaupt nicht. Das kann ich, das ist absolut so, ja. Ja. Und wir wissen ja, dass jedes Land, das meint, aus dieser Gefangenschaft ausbrechen zu können und sich der Kontrolle entziehen zu wollen, ob das jetzt der Iran ist oder Russland oder Venezuela oder wer immer, dass die natürlich bestraft werden. Das beobachten wir schon seit 30 Jahren so. Ja. Natürlich. Auch Saddam Hussein wollte raus aus dem Dollar. Ja. Und Gaddafi wollte auch raus aus dem Dollar. Und Assad wollte auch raus aus dem Dollar. Also Ja. klar, ja, logische Also das Sache. heißt also, ob diese Strafe, die man denen immer aufbrummt in Form von Sanktionen oder dann schlimmsten Fall sogar mit einem Krieg, ob das jetzt hier zusammenhängt, das wissen wir nicht, ja. Aber wir wissen, dass Länder, die meinen, sie können ihren eigenen Weg gehen, dass die bestraft werden. Ja. Es gibt da eine Twitter-Meldung eines bekannten russischen Politsatirikers vom 17.06., also genau vor einem Monat. Da steht bald, also auf Russisch, aber Schartofilax hat es übersetzt, bald wird über der Ruine, damit ist die Ukraine gemeint, ein Flugzeug abgeschossen werden, das mit unschuldigen Eurotouristen vollgestopft wird. Oder vollgestopft ist. Das wird zum Anlass für eine offizielle Einladung an die NATO werden, so sehe ich das. Hat er also tatsächlich getwittert, fand ich schon Ja, ich auffallend. meine, diese Möglichkeit einer False Flag, um die ganze Kriegshysterie noch mehr anzuheizen, das haben mehrere Leute gesagt, dass man das bald erwarten kann. Und dann gehört diese Art dazu, weil es ist ja so, dass ein Flugzeugabsturz, das sehen wir jetzt hier wieder, unheimlich die Aufmerksamkeit erregt und die Emotionen weckt. Und es gibt ja nichts Schlimmeres als das, ja. Deswegen, das ist natürlich ein idealer Fall, wenn es so ein Fall ist, ja. Also es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass die USA einen Fake bringen, einen False Flag, das wissen wir. Ja, ich Fängt meine, schon. ich habe ja aufgezeigt, dass die Luftabwehrbatterien
Ukrainer ja in diesem Gebiet sind. Die sind dort stationiert. Ja, und also sagen wir mal so, aus kriminalistischer, wenn man nach kriminalistischen Regeln vorgeht, nach dem Motto, hatte jemand die Möglichkeit, dann waren auf jeden Fall die ukrainische Armee hatte die Möglichkeit, die Maschine abzuschießen. Rein vom Werkzeug her, ja. Ja. Ob Aber sie es gemacht haben, das ist eine andere Frage. Das wird sich hoffentlich irgendwann herausstellen vielleicht. Zumindest denke ich schon, dass da irgendwo ein Geheimdienst mit da drin hängen könnte. Ja, ich wollte mal kurz aufzählen, wo die USA uns schon verarscht haben. Das fängt jetzt erstmal mit 9/11 an. Es geht weiter mit dem Angriff auf Afghanistan, weil da so ein paar Nachthemden in den Bootcamps rumgerobbt sind. Dann kam die Behauptung, dass im Irak Massenvernichtungswaffen gefunden worden wären und dass der Irak Europa innerhalb von einer Stunde angreifen könnte. Damals hat der amerikanische Außenminister Colin Powell noch so dieses Röhrchen mit dem weißen Pulver hochgehalten, das war aber Waschpulver. Also er hat sich dann hinterher sogar entschuldigt dafür. Naja, und das Neueste, was ich jetzt weiß, das war bei Assad, dieser Giftgasanschlag. Wissen wir heute, dass das aus einem amerikanischen Labor kam, das Gas, Ja. nämlich aus dem Richard Lugar Center. Ja. Genau, wir wissen, dass die Amerikaner zu jedem Verbrechen fähig sind. Es gibt nichts, was die nicht machen können und auch schon gemacht haben mit fremden Menschen, aber sogar mit ihren eigenen Menschen. Also ein Argument, ja, aber so eine Regierung würde das nicht machen. Das ist natürlich absolut naiv und lächerlich, ja, weil die Amerikaner sind zu allem fähig. Und auch dieses faschistische Regime in Kiew ist auch zu allem fähig. Weil wir müssen ja nur schauen, was passiert ist beim Massaker wie hieß das? Das Massaker da, wo 140 Leute verbrannt sind im Ach, in Gewerkschaftshaus. Odessa, ja, in der Odessa, ja. Odessa, ja. Ich meine, da hört man ja auch nichts davon, dass das aufgeklärt wird. Oder dieses Regime in Kiew die eigene Bevölkerung mit militärischen Mitteln, mit Panzern, mit Artillerie, mit Kampfhubschraubern und mit Kampfjets bombardiert und beschießt. Das Ja. zeigt ja, dass die zu allem fähig sind. Die Ja, halten ja. sich überhaupt nicht zurück und tun Zivilisten, die überhaupt keine Abwehr haben, töten, ja. Und Also zuzutrauen ist es ihnen auf jeden Fall. es dürften wahrscheinlich noch sehr viel mehr Tote in dem Haus, in dem Gewerkschaftshaus in Odessa gegeben haben. Denn wie wir heute wissen, ist unter Odessa eine riesige Katakombenanlage. Ich glaube, 2.500 Kilometer sind das. Das heißt, da kann man sehr viele Leute verstecken. Eine Information habe ich noch, die jetzt eigentlich nicht hierher passt, aber die auf jeden Fall, wenn auch nicht wirklich bestätigt, aber doch hochinteressant ist, nämlich dass bereits Atommüll zu der ukrainischen Ruine von Tschernobyl gekarrt wird. Die ersten Wagen oder die ersten Züge sind bereits dort eingetroffen. Es gab einen Zeugen, der das irgendwie laut ausgesagt hat vor der laufenden Kamera, der wurde dann aber umgebracht hinterher. Also ist wohl eine heiße Information, werden wir noch dranbleiben. Gut, nochmal zurück zu dem Flugzeug selber. Ja, wie gehen wir denn jetzt damit um? Ich meine, gut, die USA, die sind gerade auf dem absteigenden Ast, das wissen wir, das Zeitfenster, in dem sie noch ihre heiß ersehnte Weltherrschaft an sich reißen könnten, das schließt sich mit zunehmender Geschwindigkeit. Eigentlich ist es schon zu klein, da passen die nicht mehr durch, die sind ja auch übergewichtig. Und deswegen versuchen sie es mit aller Gewalt, wenigstens die anderen daran zu hindern, sich weiterzuentwickeln. Und wollen am liebsten natürlich unbedingt sogar, dass Putin sich provozieren lässt und auch nur einen einzigen Fuß in die Ukraine reinsetzt. Denn dann könnten sie natürlich Putin die ganze Schuld geben für das eigene Versagen. Über Jahrzehnte hin haben unsere Manager, unsere Politiker sich alle als korrupt und vergleichsweise unfähig erwiesen. Es ging immer nur um das kurze Geld, um das schnelle Geld. Langfristige Planungen haben die gar nicht mehr gemacht. Und letzten Endes
haben sie die Sache ja an die Wand gefahren. Und jetzt hoffen sie natürlich, dass Russland eingreift. Dann können sie erstmal Russland in der Ukraine in den Partisanenkrieg oder in so eine Art zweites Vietnam verwickeln, weil sie dann ja Unmengen an Material und Menschenmassen, also Truppen darunter schicken können. Und das würde Russland auf Dauer schon schwächen. Zum anderen aber können sie dann auch behaupten, ja Moment, hier der Krieg mit Russland, das ist klar, dass es uns da wirtschaftlich nicht so gut geht. Das liegt aber nicht an uns, das liegt an Russland, an dem bösen Putin, weil der ja unbedingt Streit mit uns anfangen wollte. Das ist auch der Grund, warum Putin sich da raushält, wo immer er kann. Er hat zwar anfangs noch angekündigt, dass er da mal ordentlich draufhaut, wenn da Zivilisten zu Schaden kommen, aber letzten Endes hat er es nicht gemacht, aus gutem Grund, weil das im Grunde Selbstmord gewesen wäre. Für Russland spielt die Zeit. Das heißt, die Zeit ist auf russischer Seite und zugleich läuft die Zeit gegen die USA. Und deswegen werden mit Sicherheit auch noch einige üble Sachen passieren, bevor endlich der Dollar zu Wasser gelassen ist und bevor die USA endlich auf Augenhöhe mit dem Rest der Welt zu kommunizieren bereit sind. Siehst du das auch so? Ja, natürlich. Ich meine, wir wissen ja und können aufzählen alle die sogenannten False Flag Aktionen, die Amerika veranstaltet hat, organisiert hat, inszeniert hat, um einen Konflikt auszulösen. Das geht ja zurück hunderte Jahre bis zum Spanisch-Amerikanischen Krieg, oder? Da hat es ja schon angefangen, wo die Maine im Hafen von Havanna, Kuba, damals in die Luft gesprengt wurde und man hat es den Spaniern in die Schuhe geschoben, damit man einen Krieg gegen Spanien führen kann, ja, und so weiter. Und Pearl Harbor, da ist ja auch ein großes Fragezeichen, dass die das bewusst haben geschehen lassen. Und dann haben wir den Golf von Tonkin-Angriff, wo wir ja mittlerweile wissen, dass der überhaupt nicht stattgefunden hat, aber Präsident Lyndon B. Johnson damit den Krieg gegen Vietnam begründet hat. Dann haben wir Irak, oder, mit den nicht vorhandenen Massenvernichtungswaffen, wo auch alles erfunden wurde und eine Riesengefahr darstellt, damit man dort einmarschieren kann und so weiter und so weiter. Das heißt also, es ist ja logisch, dass man immer, wenn man einen Krieg führen will, zuerst etwas inszenieren muss, damit die Weltgemeinschaft glaubt, ah, das sind jetzt die Bösen und da müssen wir jetzt zuschlagen. Das ist ein alter Trick, oder? Und das hat ja der Kaiser Nero in Rom schon gemacht, wo er damals Rom angezündet hat und den Christen in die Schuhe geschoben hat, damit er die Christen verfolgen kann. Richtig, stimmt, stimmt. Ja. Also das ist eine uralte Kriegstaktik. Mhm. Man tut sich selber angreifen, man tut selber Opfer machen und stellt das dann so hin, als wie wenn das der andere wäre, damit man ihn angreifen kann. Das ist eine sehr alte Kriegstaktik. Ja? Das hat Josef Goebbels zum Beispiel mal gesagt, 1938. Ja, diese sogenannte Kleiwitz-Radiosender-Geschichte, das ist ja auch ein inszenierter Angriff gewesen. Ja. Ja. Aber er hat damals gesagt, das Schwierigste an einem Krieg ist es, die Bevölkerung dafür zu gewinnen. Deswegen muss man den Leuten erzählen, sie würden angegriffen, müssten sich wehren. Und jeder, der für den Frieden ist, der muss dann als Verräter dargestellt werden. Das ist ja im Moment der Fall. Wie werden denn die ganzen Friedensaktivisten der Montagsdemos hingestellt? Ich meine, die Leute tun für Frieden, gehen sie auf die Straße und was tun alle? Sagen sie, das wären Nazis, oder? Oder was immer. Ja. Unglaublich, ja. Ja. Das heißt, aber wenn man für Frieden ist, ist man Nazi. Das ist ja völlig auf den Kopf gestellt alles. Ja, das stimmt. Ja? Und ich meine, dabei ist ja für Frieden sein eher eine linke Position und sicher keine rechte Position, ja. Aber das Ding ist sowieso krepiert. Das waren Rohrkrepiere. Das hat kein Mensch geglaubt. Ich meine, wir haben ja erlebt, wie die Jutta Ditfurth, wie ausfallend und unverschämt sie im Fernsehen die Montagsdemonstranten hingestellt hat. Ja, ich meine, das ist ja nicht zu fassen, was die Frau rausgelassen hat. Die ist auch ordentlich gefaltet worden und hat jetzt noch ein paar Gerichtstermine. Genau. Ich meine, was ich damit sagen will, ist, Mein Standpunkt im Moment ist, dass ich offen bin für alle Möglichkeiten, was da passiert ist.
Denn was wirklich stattgefunden hat, kann man erst durch Analyse der Blackboxen herausfinden und durch Untersuchung der Trümmerteile und so weiter. Also da muss ja erstmal, so wie bei jedem Kriminalfall, muss man doch erstmal die Experten ranlassen, damit die herausfinden, was da wirklich war. Dieses Vorverurteilen, dass nach einer Minute schon jeder war, ja, das waren sie und sie waren es, ja. Das ist unglaublich, ja. Das ist wie bei 9-11. Bei 9-11 wusste man eine halbe Stunde später schon, es war der Osama bin Laden. Und eine Viertelstunde vorher haben sie schon den Flugzeugabsturz angekündigt. So. Da war eine Frau mit einer Kamera, die hat schon darüber gesprochen, da war es noch gar nicht passiert. Was ich zur Ukraine gerne noch sagen würde, das ist ja nicht so, dass sie erst seit Anfang dieses Jahres da hinterher sind, sondern das ist eigentlich schon über 100 Jahre alt, das Projekt. Schon unter Bismarck und Kaiser Wilhelm gegründet worden, nach dem Motto, wie können wir den Russen ihre schönen Rohstoffe wegnehmen. Wie kriegen wir dieses Sibirien endlich russenfrei? Und damals hat man bereits die Ost- und die Westukraine zusammengeklebt zu einem System. Das waren vorher zwei getrennte Staaten. Die Ostukraine, die war immer schon russisch und die Westukraine war immer schon europäisch. Und dann hat man ganz gezielt in der Westukraine eine russophobe, also eine russlandfeindliche Stimmung hoch gezogen oder in die Leute dort indoktriniert, immer und immer wieder, über viele Jahrzehnte hinweg. Und es scheint so, als würde das Ding jetzt eben gezündet. So, ne? Aber die Bombe ist schon sehr, sehr früh gelegt worden. Gut, so, jetzt kommen wir nochmal. Ja, gut, jetzt die Frage, wie geht das weiter politisch? Im Moment ist es so, Putin hat unmittelbar nach der Meldung sofort bei Obama angerufen und Obama macht so ein bisschen auf Deeskalation und hält sich da ein bisschen bedeckt. Also möglicherweise haben die Amis da auch gar nicht die Finger drin, sondern es war wirklich die ukrainische Armee und das passt denen vielleicht nicht. In dem Fall könnte es sogar sein, dass die ukrainische Armee ein bisschen die Unterstützung westlicher Staaten verliert. Könntest du dir das vorstellen? Naja, dass die Sache in der Ukraine nicht so läuft, wie der Westen das geplant hat, das ist ja offensichtlich. Ja, ich meine, wir wissen ja, dass schon seit Anfang der 90er Jahre die ganzen, also das amerikanische Außenministerium mit Hilfe dieser NGOs, die sie immer vorschicken und Stiftungen, die sie in ein Land reintun und finanziell wunderbar ausstatten, als Art fünfte Kolonne, dass die schon lange an der Untergrabung der Ukraine sind, um das Land zu sich zu holen. Und ich habe ja aufgezeigt, dass die amerikanische Marine, also die US Navy, sehr Millionen Investitionen in Sevastopol durchgeführt hat. Das heißt, die hatten schon Jahre vorher geplant, dass das einmal ihnen gehört und dass Sevastopol, der Kriegshafen, praktisch die Seiten wechselt, die Russen haut man raus und dafür kommt die amerikanische Marine da rein. Warum sollen sie da unheimlich viel Geld in Gebäude investieren, ja? Und aber diese Rechnung ist ihnen, also da hat der Putin einen Strich durch die Rechnung gemacht. In dem Sinn, dass ja die Krim ihm fast in den Schoß gefallen ist. Ja, Gott sei Dank kann man da nur sagen. Weil ich habe ja mit Leuten, Bevölkerung auf der Krim gesprochen. Sie haben gesagt, Gott sei Dank sind wir jetzt in Russland und sind dadurch geschützt. Und das, was in Lugansk und in der Ostukraine passiert, uns erspart bleibt. Ja? Und das ist natürlich ein Plan, der dem Westen jetzt nicht aufgegangen ist. Weil eigentlich wollten sie ja strategisch am Schwarzen Meer sich breit machen, ja. Plus noch die anderen Sachen, die sie haben wollen, Landwirtschaft, Ressourcen und was weiß ich. Und natürlich die Ölfelder vor im Ja, Schwarz Öl, Gas, was weiß ich. Gas, Gas, ja. Und so, das ist ja klar. Nur die Ukraine ist absolut ein kaputter Staat, der völlig bankrott ist. Und den hat der Westen sozusagen jetzt auch um den Hals gehängt gekriegt, ja? Und wir wissen ja, warum überhaupt dieser Konflikt
oder dieser Krieg in der Ostukraine stattfindet, dass der Übeltäter ist der IWF. Der IWF hat dem Regime in Kiew gesagt, wenn ihr die Leute da, die Situation in der Ostukraine nicht in den Griff bekommt, dann kriegt ihr keine Kredite von uns. Und einen Tag später, wo das ausgesprochen wurde, hat der Poroschenko zugeschlagen, ist mit den Panzern in die Ostukraine eingefahren. Das heißt also, das geht darum, nicht diese sogenannten Rebellen niederzuschlagen, ja, damit Geld fließt. Ja. Und das hat das Ganze angeheizt. Die wiederum wehren sich und sagen, wir wollen doch nicht von diesen Nazis da in Kiew regiert werden. Ja. Er könnte Ich meine, sein. es wird immer gesagt, pro-russische Kräfte. Das sind doch keine pro-russische Kräfte. Aus meiner Sicht sind das Antifaschisten, die von den Faschisten in Kiew nicht regiert werden wollen. Ah, du Ja, sprichst mir aus das der sind ja Seele. genauso Ukrainer. Du Ja. sprichst mir wirklich aus der Seele damit. Das sehe ich genauso. Eins habe ich hier noch an notiert. Ich habe gerade in dem Moment auch den IWF notiert gehabt, denn das Regime da, das kann sich ja nur halten, wenn es jetzt auch die Löhne für die Soldaten, für die Maidanschläger, für den Beamtenapparat und so weiter bezahlt. Und das sieht im Moment nicht so aus. Ich ärgere mich immer so ein bisschen über die Berichterstattung, die stur behauptet, Putin hätte die Krim annektiert. Ich habe natürlich mal nachgeguckt. Ich habe bei Wikipedia nachgeguckt, ich gebe es zu, mea culpa. Aber selbst da steht klipp und klar, Annexion, auch Annektierung, von lateinisch annektere an sich anbinden, ist die einseitige, gewaltsame militärische Eingliederung eines fremden Staatsgebietes in die eigene geopolitische Struktur. Das heißt, wenn jemand mich fragt, bitte darf ich zu dir, dann ist das ganz sicher keine Annexion. Ja, Siehst du das? genau, das ist ja auch wieder eine totale Tatsachenverdrehung. Ne? Die Medien und die Politiker tun dauernd Annexion, sie reden sogar von Raub, oder? Das war ein Raub. Ich meine, Entschuldigung, wenn die überwiegende Mehrheit mit 90% der Bevölkerung, und die Bevölkerung ist ja der oberste Souverän, oder? Nicht die Politiker sind der Souverän. Das Volk ist der Souverän. Und wenn der Souverän entscheidet, sie wollen sich von der Ukraine lösen, aus verständlichen Gründen, und lieber zu Russland gehen, dann muss man das, dann ist das absolut Legitim. korrekt, rechtlich stimmig. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Ja. Und dass man das als Annexion betrachtet, das ist ja absolut eine Frechheit. Weil dann muss ich sagen, dann ist nämlich das Saarland auch von der BRD annektiert worden. Weil es gab auch mal eine Volksbefragung der Saarländer, ob sie zu Frankreich oder zu Deutschland wollen. Und dann haben sie sich für Deutschland entschieden. Also heißt das, Deutschland hat den Franzosen das Saarland gestohlen oder was? Ja, oder die USA, die haben jetzt am 4. Juli ihren Unabhängigkeitstag gefeiert. Ja, da haben Genau. sie sich auch separiert, nämlich vom British Empire. Genau, haben einen Krieg geführt, der viele Jahre lief gegen die britische Kolonialherrschaft. Dann ist ja die Vereinigten Staaten sozusagen auch illegal und müsste eigentlich noch zu Großbritannien gehören, oder wie? Ja, und beim Kosovo war es genau dasselbe. Da haben sie es aber Ja, auf im Anhieb. Kosovo war es noch schlimmer, weil die haben überhaupt kein Referendum gehabt. Das wurde einfach von Brüssel diktiert. Im Kosovo gab es nie ein Referendum, wo die hinwollen. Gab es nicht. Ja, sondern Ja, es ja. gab nur eine Wahl fürs Parlament. Aber es gab nie ein Referendum, wo sie hinwollen. Ich meine, wenn wir uns das mal so anschauen, vielleicht haben die auch einfach Angst, dass der Gedanke sich zu sehr festsetzt in den Köpfen. Die Schotten wollen sich abspalten von England, die Katalanen wollen sich abspalten von Spanien, die Flamen in Belgien wollen sich auch abspalten. Also im Moment gibt es da überall so Bestrebungen. Die wollen So ist natürlich es. raus aus dieser EU-Falle, ja. Ja, was glaubst du, was mir dauernd Leute schreiben rund um die Schweiz, ob das jetzt die Südbadener sind, die Vorarlberger, oder auf der italienischen Seite, in Nordtirol, oder? Oder Südtirol und auch auf der französischen Seite am Genfersee,
Die wollen ja alle die Seiten wechseln. Die wollen ja alle in die Schweiz. Die wollen alle ein neuer Kanton werden. Also diese Abspaltungstendenz, die gibt es überall. Das könnte auch wirklich noch eine Bedrohung werden für die Europäische Union. Wobei, mal im Ernst, diese EU, die hat uns nun bisher wirklich nichts als Ärger eingebracht und der Euro auch. Also. Ich meine, das ist ja sowieso eine Frechheit. Ich meine, was war denn das jetzt wieder für ein Theater, wie der Juncker da zum Kommissionspräsident bestimmt wurde? Entschuldigung, wo hat es denn einen Stimmzettel gegeben, wo man seinen Namen ankreuzen konnte? Nirgends, hat es nie gegeben. Ja, Ja, das ich war. meine, was ist denn das für ein undemokratischer Haufen da in Brüssel, wo ich nichts wählen kann? Keinen EU-Präsident, Kommissionspräsidenten, niemand, keine Kommissare, nichts kann ich dort wählen. Ja? Und das Parlament, das man wählen kann, hat ja gar nichts zu sagen. Die dürfen ja nicht mal Gesetze beschließen. Jetzt haben wir also die Ukraine am Hals mit unserer ohnehin auf tönernen Füßen stehenden EU. Ist das nicht der totale Selbstmord, dass wir ein Land, das dermaßen kaputt ist wie die Ukraine, jetzt finanzieren sollen mit unseren Schulden? Womit sollen wir das bezahlen? Ja, ich meine, wenn die EU nicht einmal mit Griechenland fertig wird, wo ja so ein Miniland ist, wie wollen sie denn dann erst mit der Ukraine fertig werden, mit 46 Millionen Menschen? Das ist ja ein Fass ohne Boden. Ja? Ja, eben, genauso wie. Also wer das, deswegen, der Westen hat sich voll verrechnet und am liebsten würden sie es Putin zurückgeben und sagen, komm, übernimm du die ganze Scheiße. Nur der wird Teufel tun, das machen, ja? Der sagt, ihr habt das angerichtet, jetzt guckt, dass ihr damit fertig werdet, ja? Genau. Und es könnte natürlich auch sein, dass die USA damit der EU ganz gewaltig ans Bein pinkeln wollen. Denn also nicht die USA, nicht alle Amerikaner meine ich hiermit, sondern damit meine ich das Verbrecher-Who is Who, das sich in Washington die Klinke in die Hand gibt. Was das amerikanische Regime von der EU denkt, hat doch Ulan, fuck Ulan. die Nullen perfekt ausgedrückt. Fuck the EU, oder? Das ist die Meinung über Europa. Und das zieht sich ja durch alles durch. Das sieht man mit der NSA-Spionage. Die Amerikaner, die machen, was sie wollen und die interessiert doch überhaupt nicht, ob da jemand sich aufregt oder nicht. Ja? Ich meine, das ist ja eh nur eine Show da von der Merkel und alle. Oh, das dürfen sie jetzt nicht uns ausspionieren. Ja, wenn sie es nicht dürfen, warum erlaubt es dann? Ja. Wir sind ja im Grunde nach wie vor amerikanische Besatzungszone. Ja, aber Das ist nur ein weil die Fakt. Deutschen das wollen und nicht weil sie, weil. Das ist doch nur, weil sie es wollen. Ich meine, Wollen, müssen vielleicht. Ich meine, wir haben nein, 40.000. nehmen wir mal an, ich bin Kanzler, dann schicke ich denen die Kündigung und sage, bis Ende Jahr habt ihr abzuhauen, Wiedersehen. Was wollen denn die Amis machen? Wollen sie einen Krieg führen oder was? Oder mal kurz in Frankfurt auf dem Börsenparkett aufstampfen, dann könnten sie uns gewaltig schütteln. Jetzt ist ohnehin die Frage, wie siehst du Geht das denen als. schräg sofort das Wasser und den Strom ab. Von diese ganzen 100 Basen, die sie in Deutschland haben. Da drehe ich ihnen sofort den Strom, das Wasser ab. Fertig. Was wollen sie dann machen? Die müssen abhauen. Ja? Naja. Jetzt ist die Rolle von Deutschland leider eine zentrale Rolle in diesem Scheißspiel. Denn im Grunde genommen werden wir jetzt auseinandergerissen. USA und Russland driften immer weiter auseinander und wir sind im Grunde der Angelpunkt, an dem jetzt alle zerren. Europa hat keinen Bock mehr auf die USA. Erstens gehen die gerade den Bach runter und kosten nur Geld. Zweitens gehen sie uns gewaltig auf den Senkel. Und drittens ist die Zukunft nun mal im Osten und nicht im Westen. Im Westen geht die Sonne eben unter. Das ist gerade das Sprichwort, das bewahrheitet sich gerade. Ich So, meine, ja. es ist ja völlig, nehmen wir mal an, ich gucke mir die Landkarte an, oder? Und dann gucke ich auf Europa und dann sehe ich, hey, wir sind ja Nachbarn mit Russland. Ich kann mit dem Auto nach Moskau fahren, ja? Und dann wird diese künstliche Brücke über den Atlantik dauernd aufrechterhalten.
wo geografisch mit uns überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt, wir tun mit unseren Nachbarn dauernd einen Krieg führen und mit die, die ganz weit weg sind, machen wir dauernd einen auf Bruderschaft. Also das muss einer mal kapieren. Also das ist ja völlig hirnrissig das, ja. Nicht? Und von dem Wirtschaftsschaden, der angerichtet wird, ich meine, Russland ist doch ein guter Kunde, erstens einmal, und zweitens ist es ein wichtiger Rohstofflieferant, ja. Außerdem, Also, wie kann man sich das mit denen verscherzen? Also, ich kapiere das nicht. ich denke auch, dass die russische Seele uns Europäern irgendwo doch näher liegt als diese, naja, da muss ich dann an so einen texanischen Ölmilliardär denken, der an jeder Seite einen Colt mit Perlmuttgriff trägt und überall seine Kaugummis ausspuckt und im Grunde, naja, ein mentaler Tiefflieger ist mit viel Geld. Ja, Ich meine, da ist. jeder, der die amerikanische Mentalität studiert hat und der auch die Geschichte Amerikas studiert hat, weiß doch, Amerika hat keine Freunde. Haben sie noch nie gehabt. Sie haben höchstens Leute, die sie ausnutzen. Aber Freunde haben die keine. Nee, die Und haben nur deswegen kommt. ist es völlig idiotisch, von Deutschland und anderen Ländern in Europa zu glauben, dass Amerika ein Partner ist. Oder ein Freund ist, das sind sie nicht. Sie Wir sind. sind nur hinter ihren eigenen Interessen hinterher. Nur das zählt. Und sie nutzen alle aus. Und sie verarschen auch alle. Ja? So läuft das ab. Ja, also ich denke, wir sind nicht unbedingt ihre Freunde, sondern eher ihre Komplizen. Ja, damit bringen wir es vielleicht der Wahrheit näher. Ich kriege hier gerade noch eine Ja, Meldung aber ein von der. Komplize ist ja nur ein nützlicher Idiot, oder? Ja, natürlich. Wir Idioten sind wir ja auch. Das ist ja amtlich. Ich kriege hier gerade noch eine Info rein, nämlich dass Zuhörer ihre Fragen stellen können. Und zwar unter info@jungle-drum.de. Ich wiederhole es nochmal. info@jungle-drum.de. Wer dann noch Fragen hat, der kann die da reindaddeln, dann kriege ich die hier zugespielt und dann kann ich die hier gleich auch noch vorbringen. So, ja, Freeman, wie siehst du denn nun die Zukunft Europas oder auch Deutschlands? Werden wir es schaffen, uns von dem untergehenden Westen abzuwenden und zu überleben, oder reißen die uns mit runter in ihrem Strudel? Also ich bezweifle, ob es irgendeine Regierung schafft oder dass die Bevölkerung eine Regierung dazu zwingen kann, eine 180-Grad-Drehung zu machen, weil das ist nämlich notwendig. Wir müssen unsere ganze Körperhaltung und Gesicht fällt um 180 Grad in die andere Richtung drehen, ja? Und wir müssen mit dem Osten kooperieren. Mit dem Osten meine ich Russland, Indien, China und so weiter. Ja, das ist es doch. Und diesen Loserverein, ja, ich meine, erstens mal die EU ist ein Loserverein und Amerika ist sowieso ein Loserverein, dass man die mal fallen lassen, ja. Naja, die produzieren ja leider auch wenig oder exportieren, tun sie im Grunde nur Krieg, Waffen und Finanzbetrug. Jetzt stellt sich die Genau. Frage, was, oder ja, ich gehe es mal anders an. Stichwort TTIP, transatlantisches Freihandelsabkommen, das wäre eigentlich genau die Fessel, die die USA bräuchten, um Europa vom Abschwimmen zu hindern. So, damit hätten sie uns dann fest, könnten uns noch den letzten Tropfen Blut raussaugen und würden uns damit binden. Das heißt, wir könnten uns gar nicht mehr an den Osten, an China und Russland richtig anbinden. Ja, aber das sind doch alles nur Sachen auf Papier. Das ist wie alles andere auf Papier. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Ja, es gibt eine Kanzlerakte und es gibt diesen Scheißen und NATO und Besatzungsstatuten, also Zeug. Das ist doch alles nur Papier. Wen interessiert denn das? Wenn ich das schaffe ich einfach Tatsachen. Dann zerreiße ich das und sage, gilt nicht mehr, Wiedersehen. Ja. Ich meine, das ist doch nur, weil man das will, dass das alles Gültigkeit hat. Ich meine, wenn Deutschland wirklich wollte, dann hätten die innerhalb von einem Jahr die Besatzer los und wären dann endlich souverän. Aber das will ja scheinbar niemand. Aber warum nicht? Ich meine. Offensichtlich will man besetzt werden und will man ausgenutzt werden und will man ausspioniert werden. Meinst du, dass wir unter Stockholm leiden oder wie Ja, erklärst du dir das? natürlich. Ja.
Nicht? Das ist ja, das ist wie so, also wie wenn man ein Masochist wäre und sich selber dauernd bestraft. Wieso haben denn die Österreicher es geschafft, die ganzen Besatzungsleute loszuwerden? Ha, warum? Das kleine Österreich hat auch vier Besatzungsmächte gehabt. Und wieso haben die die losgeworden? Und Deutschland schafft es nicht? Das ist doch lächerlich. Naja, wir sind halt, was unsere Börsen betrifft, ziemlich abhängig noch von den USA. Aber das wäre auch nichts, was sich nicht lösen ließe auf Dauer. Nun ist es aber so, oder fragen wir anders, wie siehst du denn nun überhaupt die Zukunft der USA in die nähere Zukunft? Im Moment verbünden sich gerade die Staaten dieser Erde gegen die USA. Und Das ist ein Gigant auf tönernen Füßen, der intern zusammenbricht. Also für mich ist das absolut wie das römische Imperium, ja. Nur das römische Imperium hat 400 Jahre gebraucht, bis es zusammenbricht. Das amerikanische Imperium, das ist voll am Zusammenbrechen und das geht ruckzuck, geht das. Ich meine, das ist ja nicht zu fassen. Was haben wir denn überhaupt für ein Finanzsystem, das, damit es überhaupt funktioniert, mit jeden Monat mit 100 Milliarden Dollar finanziert werden muss und der Euro genauso. Die EZB pumpt ja auch massenweise Geld rein. Das ist ja wie wenn ich einen Koma-Patienten habe, der nur durch die Schläuche, die ich anschließe, überhaupt am Leben ist. Ja? Ich meine, das heißt, eigentlich ist er klinisch tot. Der wird ja nur durch die Maschinen noch aufrechterhalten. Und genauso ist es mit der EU und mit Amerika. Diese gigantischen Mengen, was Geld jeden Monat reingepumpt wird und dann noch negative Zinsen, wo die EZB machen muss. Also das ist ja wirklich ein Armutszeugnis, dass ich Negativzinsen machen muss, damit überhaupt der Laden funktioniert. Das Ja, ist nicht zu fassen. und inzwischen sind ja schon die Geldströme hier kontrolliert. Das heißt, wir werden demnächst gezypert, so wie es aussieht. Was Ja, meinst du? natürlich. Das haben sie ja gerade jetzt in Spanien beschlossen, habe ich gerade heute gelesen. Es gibt jetzt eine Abgabe auf Bankguthaben. Also das, was sie als Pilotprojekt und als Test in Zypern gemacht haben, wo ich ja darauf hingewiesen habe. Ich habe gesagt, ihr werdet sehen, das ist jetzt ein Test und dann macht man es überall. Und jetzt haben sie es in Spanien eingeführt. Ja. Das heißt, die werden alles rauben, die werden alles stehlen, die werden alles sich nehmen. Ja. Und dann werden wir im Grunde auf einen Entwicklungsstaatsstatus zurückfallen. Genau, das ist ja eh schon so. Ich bin ja lang genug auf dieser Welt, um vergleichen zu können, wie es in den 60er Jahren war, in den 70ern, 80ern, 90ern und jetzt. Das kann ich doch vergleichen. Und ich merke doch, dass vom Krieg weg, nach dem Krieg bis in die 80er Jahre ging es immer aufwärts. Mit dem Lebensstandard, mit den Einkommen, mit allem. Kann ich Und bestätigen. seit Anfang 90, also mit dem Mauerfall und Zusammenbruch vom Warschauer Pakt und Sowjetunion, leben wir in einem kontinuierlichen Rückgang des Lebensstandards. Wir werden permanent verarmt. Es geht nur bergab seitdem. Ja? Und der Grund ist ganz einfach. Solange es die bipolare Welt gab, also der Westen und der Osten, musste man das Schaufenster ausstaffieren, musste man gegenüber dem Kommunismus, musste man den Leuten es gut gehen lassen. Verstehst du, was ich sagen will? Weil das ja eine Konkurrenz war. Genau, sonst Und wären wir schon. speziell Deutschland hat man als Schaufenster ausgestattet und schön drapiert und einen Haufen Waren reingestellt, damit das immer toll aussieht. Und dann, wo natürlich die Sowjetunion zusammengebrochen ist und dann die Amerikaner sich als Sieger erklärt haben, dann ist die Fratze rausgekommen. Dann hat man gesagt, jetzt müssen wir das nicht mehr machen. Jetzt können wir alles abbauen. Alle Sozialleistungen, Gewerkschaften gibt es sowieso nicht mehr. Die Löhne werden gekürzt. Das Ganze wird natürlich dann mit den sogenannten Agendas gemacht und dann und Wettbewerbsfähigkeit. Das Wort Wettbewerbsfähigkeit kann ich nicht mehr hören. Was ist denn das Erste, was der Juncker bei seiner Antrittsrede vor ein paar Tagen gesagt hat? Europa muss wettbewerbsfähiger sein. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Löhne müssen runter.
Ja, logisch. Wir wollen ja eben, also sagen wir es so, wir Menschen hier, wir wollen gerne einen demokratiekonformen Markt, aber die Merkel will eine marktkonforme Demokratie. Und das gilt natürlich auch für die anderen Euro-Staaten. So. Was der Fehler natürlich ist, ist, dass die Menschen dieses, weil es ja langsam abläuft, das ist dieses typische Frosch im Siedewasser-Modell, oder? Dadurch, dass das langsam passiert, also in den letzten 20 Jahren, gewöhnen sie sich dran und sie tun ja immer kompensieren. Das heißt, diese ganze Teuerung des Lebens, der Einkommensverlust, der Kaufkraftverlust, den tun sie ja langsam kompensieren. Was machen sie? Sie arbeiten mehr, die Frau muss noch arbeiten, sie müssen einen zweiten Job haben, sie gehen weniger in die Ferien, sie fahren länger ein Auto, anstatt in den Gommes-Stiebel gehen sie zum Aldi einkaufen und so weiter und so weiter. Das heißt, sie kompensieren dauernd und sagen und reden sich dann selber ein, aber uns geht es ja noch gut. Ja. Dabei, ich meine, das, für mich ist dieser Spruch, aber uns geht es ja noch gut. Das ist wie wenn ein Halbtodkranker neben einem Ganztodkranken liegt und dann sagt, ja, aber mir geht es ja im Vergleich zu dem noch gut. Also Ist doch lächerlich. ich musste da eher an jemanden denken, der an einer hohen Felswand abgerutscht ist und jetzt nach unten stürzt und sich die ganze Zeit denkt, während er fällt, mir geht's ja noch gut. Ja, Ne? ich bin ja unten noch nicht aufgeklatscht, oder? Genau. Okay, du, die Stunde ist fast voll. Kurze Ja, vielleicht haben Frage: wir ein paar Fragen, ich weiß es nicht. Wie sieht es aus an die Technik? Haben wir Fragen? Im Moment nicht. Ich denke, die meisten Leute, die wissen ohnehin so schon ziemlich gut, was Ich abgeht. meine, was wir jetzt wieder sehen, was wir überhaupt wegen der ganzen Ukraine-Geschichte sehen, die seit Dezember letzten Jahres losgegangen ist, dass die Medien ja immer unverschämter lügen und noch dreister einseitig berichten. Ja? Und wie gesagt, was jetzt wieder passiert, das ist alles, ist wieder typischer Beweis dafür. Bei der ersten Meldung, die gestern rauskam, war schon der Täter bestimmt. Ja? Die haben das sofort gesagt, wer das war. Was Was ist denn das für eine Berichterstattung? schätzt du, sind sie zum Opfer ihrer eigenen Propaganda geworden Nein, oder? sie gehen, also für mich haben die Panik. Für mich haben die Panik. Und ich sage dir auch warum. Durch unsere Arbeit und durch unsere alle Kollegen sozusagen in den alternativen Medien, wir haben schon was erreicht. Wir haben schon was erreicht, dass immer mehr Leute nicht mehr alles schlucken und aufgeklärt sind und so. Denn man muss ja nur beobachten, wie die Kommentare unter den ganzen Artikeln, die überall erscheinen, in den Medien, wie die jetzt sind. Ich meine, das hat mich unheimlich positiv eingestellt, dass wenn ich heute einen Artikel im Spiegel, in der Zeit oder wo immer im Fokus lese, da sind ja ein Haufen die Leute, 90%, die einfach jetzt Kritik üben an dem, was sie da vorgesetzt kriegen. Und wir wissen ja, dass bei ZDF und ARD ist es ja genauso. Das heißt also, die Leute drücken immer mehr ihren Unmut aus. Und Das ist ja. deswegen geben die Gas. Die geben wie verrückt Gas. Ja? Weil sie Klar. Panik haben. Aber die Leute laufen ihnen weg. Das ist ja auch der Grund, Ja, sie warum wir laufen jetzt. ihnen weg, sie lassen Warum? sich nicht mehr alles gefallen, die Zeitungen müssen einstellen, die Zuschauerzahlen gehen zurück, die haben Panik. Die gehen Ja. ja, jetzt gehen ja die Medien schon her und sagen, der Staat muss uns ein Bailout geben. Das heißt, nach den Banken müssen wir jetzt auch noch die Medien retten, oder was? Dann brauchen wir eigentlich kein Finanzamt mehr, dann können wir unsere Steuern gleich an die Banken und an die Medien überweisen und sparen wir uns eine Institution. Ja, ich meine, Tatsächlich. das drücken ja die Verleger drücken das jetzt aus. Sie wären systemrelevant. Das haben wir ja schon mal gehört, wo es um die Banken ging. Jetzt sind die Ja. Medien auch systemrelevant, ist mir ja klar, weil das sind ja nur noch die Propagandaorgane vom System, oder? Naja, was denkst du, warum sie hier bei uns diese Rundfunkhaushaltsabgabe eingeführt haben? Weil natürlich die Öffentlich-Rechtlichen gar nicht mehr marktfähig gewesen wären auf Dauer. Das heißt, die Ich hätten meine, ich bin einsparen müssen. sicher, dass wenn man den Leuten freiwillig
also gesagt hätte, ihr könnt zahlen, wenn euch das Programm gefällt, und wenn es euch nicht gefällt, dann zahlt halt nicht. Oder wenn ihr es nicht nutzt, wenn ihr gar kein Fernsehen guckt oder was immer, dann müsst ihr nicht zahlen. Ja, da wäre ja mindestens die Hälfte davon gegangen, ja. Ja, das sehe ich Das ist doch genauso. ganz logisch, dass sie mit dem Zwang, das ist doch ein absoluter Zwang. Ja, und das ist doch nur deswegen, weil wenn sie es nicht zwingen würde, würde ja eh keiner das machen. Ja. Na gut, ich denke, das war ein ganz schöner Schlusssatz. Ich denke, wir kommen jetzt mal zum Ende. Die Stunde ist rum. Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich noch irgendwas vergessen. Gab es noch irgendwas, was du gerne Na, ich angebracht meine, hättest? natürlich, was wir überhaupt nicht erwähnt haben, ist, dass genau zu dem Zeitpunkt gestern, wo die Maschine da abgestürzt ist, in die Israelis da ihren Offensive, ja. Bodenangriffskrieg gegen Gaza gestartet haben, ja. Und das ist natürlich eine unglaublich, ja. Was für ein Verbrechen das ist, dass man jetzt mit den Panzern reinrollt und die Leute alle abschießt und die Gebäude zerstört und was immer, ne? Das ist auf jeden Fall ein wahnsinnig schlimmes Verbrechen, daran kann gar kein Ich Zweifel meine, bestehen. es ist doch absurd, dass die israelische Regierung oder das Militär Flugblätter und SMS an die Leute, die in Gaza leben oder in Gaza dahin vegetieren, weil leben tun sie ja nicht, und sie aufgefordert haben, 225.000 Menschen hat man aufgefordert, sie sollen ihre Häuser verlassen, damit man sie platt machen kann. Ich glaube ehrlich gesagt Jetzt nicht müsst ihr euch daran. mal vorstellen, diese Viertelmillion Menschen, wo sollen die denn hinflüchten? Das Die sind ja entspricht. eingesperrt. Da ist eine Mauer drumherum. Die Es sind ja können noch mehr. überhaupt nirgendwo hinflüchten. Das ist doch. Ich meine, die ganzen Apologeten gehen her, ja, die israelische Armee ist doch human. Die tut erstmal die Leute warnen, bevor sie Hey, draufballern. die Alten. Dass die tatsächlich von jedem Hausbewohner Adresse und Telefonnummer haben und sagen, wir wollen das Haus in der Straße so und so, Nummer so und so, jetzt platt machen. Welche Nummer ist das? Ah ja, hier ist die Telefonnummer. Rufen wir mal schnell durch, dass sie da gehen. Das ist doch wohl Augenwischerei, sondern Aber sie haben an 200.000 Leute per SMS die Warnung geschickt, weil sie ja natürlich das Telefonnetz voll kontrollieren. Ja, das heißt also, aber wo sollen die denn hinflüchten? eben, sie Das sind ja wäre genauso, eingesperrt. wenn ich in einem Gefängnis sage, also ihr Leute, ihr müsst jetzt dort flüchten. Aber wo sollen sie denn hinflüchten? Das ist ein Gefängnis. Eben, das ist ja das Ja, Schlimme das daran. heißt also, und ich habe es ja geschrieben, jede Bombe, die in Gaza reingeworfen wird, jede Rakete, die dort aufschlägt, das ist wie Dynamitfischen in einem Karpfenteich. Ja, das ist ein gutes Beispiel, ein guter Vergleich. Das heißt, Könntest egal was man macht, man trifft immer Zivilisten und es sterben immer Frauen und Kinder. Ja? du dir vorstellen, dass die Tore zum Nürnberger Justizpalast sich nochmal öffnen? Und falls ja, wer würde da deiner Meinung nach auf der Anklagebank sitzen? Wie sollen die, das ist wie wenn man sagt, die Täter sollen die Ankläger sein. Das ist doch lächerlich. Ich meine, die amerikanische Regierung hat sich ausdrücklich von dem Haager Tribunal da freigesprochen. Sie sind ja sogar her und haben gesagt, sollte jemals ein amerikanischer Staatsbürger wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden, dann bombardieren wir Brüssel. Das haben sie gesagt. Ja. Meine, wo ist denn Verwegen. eine Instanz auf der Welt, die anklagen würde? Na, solange sie noch im Sattel sitzen, nicht, aber wenn das alles vorbei ist, wenn wir eine wirklich echte multipolare Weltordnung haben, wenn der Dollar nicht weg ist, aber doch zumindest massiv abgestuft wurde, und wenn Israel beispielsweise seine mächtigen Freunde im Westen verlieren würde, dann sieht die Karte anders aus, die Weltkarte. Ja, ich Und meine, dann. das wäre natürlich schon wünschenswert und das wäre das Ziel. Und man könnte es auch erreichen, wenn man es wollte. Denn es ist ja so, Macht haben die Leute nur, weil man ihnen die Macht gibt. Also wir geben ihnen die Macht über uns selber. Wenn wir ihnen die nicht geben würden, dann könnten sie gar nichts machen. Ja, nur.
Man bekommt immer das, was man verdient. Das ist halt so. Wir sind selber schuld, warum die Merkel da ist und warum Amerika machen kann, was es will und warum Israel machen kann, was es will. Das ist doch, Zumindest. wie wollen Sie die ganze Menschheit kontrollieren? Das geht ja gar nicht. Zumindest verhindert unsere Demokratie hier bei uns in Deutschland, dass es uns besser geht, als wir verdienen. So, ich denke an dieser Demokratie, Stelle. das ist ja wohl ein Witz. So, seit wann kann ich denn den Präsidenten von Deutschland wählen oder den Kanzler? Ich habe noch nie gesehen, dass man den wählen kann. Ich denke, damit belassen wir es erstmal. Freeman, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht können wir da auch noch mal eine Sendung nachschieben, wenn sich's Ich meine, ergibt. das Thema ist ja endlos, ja. Ja, es Ich haben wir meine, immer genug ich Material. hoffe nur, dass aus dieser Sache jetzt in der Ukraine nicht ein ganz schlimmer, wirklicher Konflikt wird, ja. Und dass das nicht als Anlass genommen wird, um das Ganze noch mehr zu steigern, weil ich sage euch eins, mir tun die Menschen in der Ostukraine leid, die dauernd die Bomben auf ihren Köpfen haben. Mir tun die Menschen in Gaza leid, die genau das Gleiche erleben und nur Bomben und Raketen erleben. Genauso wie in Syrien, ja, die dauernd bombardiert werden. Und so gibt es viele Länder, ja. Mein, ich habe vorher in einem vorgehenden Artikel habe ich geschrieben, ich auch hoffe, dass das nicht zum Vierten Weltkrieg führt. Vierter Weltkrieg? Ja, der dritte läuft doch schon lange. Ja, Einstein hat ja gesagt, ich weiß zwar nicht, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber die vom Vierten, die kenne ich. Das werden Pfeil und Bogen sein. Ja, Ja, da was ist immer, dann auf nicht mehr jeden viel. Fall, es läuft ja schon lange ein Krieg. Also ich würde mal sagen, spätestens seit 9-11 führt Amerika und überhaupt die NATO einen Krieg gegen uns alle. Ja. Ob Das das würde ich. jetzt mit Lebensmitteln ist, mit ihrem ganzen gentechnischen Dreck, den sie da machen, ob das in der Gesundheitswesen ist, mit der ganzen Impferei und sonstigen Dreck. Ob das jetzt auf der Finanzseite ist, indem sie uns überall alles stehlen und verarmen Oder Überwachung. und dann auch die Freiheit, den Krieg gegen die Freiheit mit der Überwachung und Ausspionierung und sie machen auch noch einen Schießkrieg, ja. Das heißt, auf allen und moralisch sowieso, moralisch ja auch, oder? Und dann gibt es noch einen Krieg, nämlich mit dem Freihandelsabkommen. So sehe ich das zumindest. Und Das es ist gibt auch. einen Informationskrieg und so weiter. Also wir erleben auf allen Ebenen, erleben wir einen Krieg gegen uns. Ja. Und ich verstehe nicht, warum die Leute das nicht checken, warum sie nicht das sehen, dass wir den totalen Krieg erleben. Ich Ja. denke, da müssen wir nochmal auf dein Froschbeispiel zurückkommen. Wenn das Wasser langsam genug erhitzt wird, dann bleibt der Frosch drin sitzen, bis es kocht und er stirbt. Denn der Frosch, der kann eine Temperatur nicht empfinden, er kann nur Temperaturunterschiede empfinden. Ja? Richtig. Und bei uns ist es leider genauso. Wir können nicht empfinden, geht es uns jetzt so gut oder geht es uns jetzt so schlecht. Wir können nur sagen, uns geht es besser als vorher oder uns geht es schlechter als vorher. Und Ja. das wissen wir zumindest, dass es uns hier immer schlechter geht. Ja, auf jeden Fall, wenn einer wirklich vergleicht, wie es mal war, früher war und wie es jetzt ist. Wenn du natürlich nur eine Aufmerksamsspanne von 5 Minuten hast, dann wirst du das nicht merken, ja? Genau. Okay, also, lieber Freeman, nochmal vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Jungle Drum Radio, wir melden uns wieder. Wir bleiben dran an der Sache. Also guckt immer mal bei uns auf die Seite, ob da wieder eine Sondersendung oder überhaupt eine Sendung angekündigt ist. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Abend und sage jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.